Da ist er wieder, genau. Ja, hier ist euer Elektrobot. Ich bin mal wieder da. Genau, zu einem Video, was so geht und was so ist. Und naja, was läuft hier? Ja, was läuft hier? DJ Tech. Ja, genau, DJ Tech läuft hier. Live Session Elektron Analog Studio. Genau. Warum läuft das hier? Genau, morgen ist er im Geheimclub. Morgen ist er im Geheimclub. Und das schaue ich mir mal an. Genau, das ist jetzt die erste News. Naja, auf jeden Fall, ich hoffe, ihr hattet alle eine schöne Woche. Das Wetter war ja richtig cool zwischendurch. Also, ich habe zwar nicht viel gehabt, ich hatte die göttliche, super tolle, nicht so prickelnde Spätdienst. Naja, wisst ihr selber. Es nützt ja alles nichts, ja. Das Konto wird nicht von alleine dick, kann man so sagen. Ja, genau. Ich hatte Spätdienst und darum viel vom Wetter nicht gehabt. Naja, aber halt. Konnte man mal gut ausschlafen, ist auch gut. Oder ordentlich nachtaktiv sein. Ihr habt ja schon mal in mein letztes Video gesehen. Das war mein Aftermovie von Musikverliebt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, schreibt mir mal. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt mir bitte auch. Würde mich mal interessieren, was euch nicht gefallen hat, was ich verbessern kann. Naja. Auf jeden Fall, ja, morgen ist Musik. Morgen ist Geheimclub Dash. Da schaue ich mal rein. Genau. Da schaue ich mal rein. Da kommt noch DJ Tech, Tresor aus Berlin. Dann ist Ascoin Bates, Solid Rush Berlin. Jan Liefheber, Acid Flash, Netherlands, da bin ich mal gespannt. Nerd Techno Royal Kassel, Parkour Beta, TBA. Genau, die sind morgen im Geheimclub. Da schon war ich so lange nicht da. Also der Geheimclub in Magdeburg hat sich echt etabliert. Hätte ich mal nicht gedacht, dass das so regelmäßig und immer noch gut, dass das so regelmäßig und dann erfolgreich läuft. Also bin ich sehr zufrieden, weil so viel hat Magdeburg auch nicht zu bieten. Ja, heute, oder wie gesagt, im Moment gerade, heute hat das We Love Music Festival angefangen in Magdeburg im Elbhauen Park. Da bin ich nicht dabei. Es ist nicht meins. Es lohnt sich nicht vom Line-Up, wenn ich das sehe. Also gib mal bei Google ein, ja, We Love Music oder heyevent.de. Das ist eine gute Eventseite, die kann ich nur empfehlen. Also wer fernab von Facebook gerne mal ein paar Infos haben möchte über Veranstaltungen, geht auf heyevent.de und bumm. Da sind meistens alle Events drin, ist alles drin. Nicht nur partymäßig, sondern auch egal was für Veranstaltungen. Bootfahren, Auto, Kino und Kino nicht. Kino nicht, aber so halt so Veranstaltungen, was so allgemein an Veranstaltungen ist, egal was. Das findest du eigentlich alles da drunter. Vielleicht kann ich nur empfehlen. Weil wie gesagt, wieder auf Musik ist, nein. Ich habe morgen sowieso nochmal Spätdienst, also naja. Sollen wir machen, ja? Arbeit ist nun mal wichtig. Ja, auf jeden Fall, das ist das. Und das ist das halt bei mir morgen. Wie gesagt, nichts Tolles, aber so ein bisschen die Prise Techno am Wochenende, die brauche ich dann doch mal dieses Wochenende. War wieder eine interessante Woche. Ich hoffe, bei euch auch. Ich hoffe, ihr hattet jetzt einen guten Start ins Wochenende. Für die Leute, die wie ich noch kein Wochenende haben, macht euch nichts draus. Das Leben geht weiter, auch ohne Wochenende. Naja, ja, mein Wochenende beginnt halt den ersten Morgenabend. Naja, was soll man machen, ja? Ist halt so, sage ich immer, ist halt so. Und es könnte halt, ja, ich finde das cool, wie die drei Monitore sich in dem Glas spielen. Da muss ich mal in die Position ändern. Ja, ich habe eben gerade mal geguckt, ich sitze eigentlich ein bisschen weit dran. Naja, wenn nicht, muss ich mal was einfallen lassen, wie ich das mache. Vielleicht muss ich mal die Kamera eine andere Position geben. Oder dass ich vielleicht die da oben anbringe, dass ihr so mal hier unten mich anschauen könnt. Ja, muss ich mal schauen, wäre meine Maßnahme. Ja, kann ich ja mal machen. Ja, genau. Ja, nee, wie gesagt, das ist das. Und wieder ohne mich, wieder Musik ohne mich. Ich wünsche allen, die dabei sind, viel Spaß. Könnt ihr mal berichten, wie es war. Ich halte mich auch mal auf, ich gucke auch trotzdem, auch wenn ich da nicht hinfahre, wenn es nicht so meins ist wie Tomorrowland, ist ja auch nicht so meins. Ich bin halt eher für Musik anstatt für Show. Show ist wichtig, aber ich sage immer, Musik ist wichtiger. Musik ist das einfach und danach kommt das alles andere. Weißt du, das sehe ich eigentlich bei Musik vor die riesigen coolen Nebelmaschinen, aber gut, aber irgendwann ist too much, also weißt du, muss ich nicht haben. Weißt du, da mag ich es doch lieber oldschool. Ja, das ist das. Was geht bei euch am Wochenende so? Erzählt mir, schreibt mir mal, würde mich mal interessieren. Ich antworte drauf, ist doch klar. Naja, auf jeden Fall, das ist jetzt mein Wochenende. Wird nichts. Ja, was noch Geheimclub ist, ja genau. Aber nach dem Spätdienst, ich habe ja morgen gesagt, morgen nochmal Spätdienst. Und nach dem Spätdienst geht's ab. Ja, endlich ins Kino. Ich bin auch mal dran. Genau, mit was? Genau, ich gebe DC natürlich auch eine Chance und kann nur sagen, tja, Wunder, weiß ich nicht, was ich jetzt da von einem Wortspiel finden soll. Naja, es wird auf jeden Fall wunderbar. Ganz einfach, genau. Seit Mittwoch läuft Wonder Woman, DCs weibliche Antwort auf Mrs. Marvel, die bei uns nächstes Jahr erst kommt. Wann kommt Mrs. Marvel? Nee, Mrs. Marvel kommt erst.
Ist es wahr, Will kommt erst nicht nächstes Jahr, sondern 2019. Oh, da müssen wir noch eine Weile warten. Ja, auf jeden Fall, Wonder Woman ist gestartet. Seit Mittwoch war Vorpremiere im Cinemax, war ich leider nicht dabei. Donnerstag offizieller Start. Und ich habe noch keine Kritiken gelesen. Noch keine. Ich habe nur von bei meinen Videoseiten die Überschriften gelesen. Und ich habe nur eine coole oder eine gute, wo ich sagen muss, das ist echt cool geschrieben als Überschrift von der Kritik. Und die steht bei robertsanddragons.de und die steht drauf, Spoiler-Kritik zu Wonder Woman, das DC Extended Universe findet sich. Sehr schön geschrieben, wunderbar. Ja, ich bin ja Marvel-Member, seht ihr hier, Marvel-Cappy hier, Iron Man-T-Shirt, ja genau, ja, Iron Man ist mein Ding. Ja, Tony Stark ist nun mal der Coolste. Ist einfach so, ja, was Batman bei DC ist, ist Iron Man bei Marvel, genau. Nein, und ich bin ja Marvel-Member durch und durch, wisst ihr ja nun mal. Aber ich bin froh, dass DC endlich mal auch weiterkommt. Und eine Frau ist nicht ganz einfach. Wir leben ja nun mal in einer männernominierten Comicwelt oder halt, wo die meisten Charaktere alles Männer sind. Darum ist Frau schwer. Hatte ich auch am Anfang sehr skeptisch, aber seitdem aktuellst oder der letzte, nicht der letzte Trailer, aber ich glaube der erste richtige, muss ich echt sagen, das könnte doch was werden. Und was ist? Hervorragend. Also bei Rotten Tomatoes steht Wonder Woman im Moment bei 93%. Bravo DC, gratuliere, ihr habt's verdient. Genau, das finde ich auf jeden Fall richtig gut. Und da bin ich mal echt gespannt, was sich morgen erwartet. Genau, also mit der Gal Gadot haben sie richtig, ich hoffe, das richtig ausgesprochen, und eine richtige Gute. Und die sind jetzt auch Nachdrehen machen für Justice League. Hat ja Joss Whedon übernommen, unser Avengers Chief, kann man so sagen. Und dass mehr, ich glaube, Wonder Woman mehr Screentime kriegt. Ich denke mal, kommt auch ein zweiter Teil. Bin auf jeden Fall gespannt. Morgen ist auf jeden Fall, dann heißt es Arbeit, Kino, Halbclub. Ja, Wochenende gesichert, was unterhand liegt. Mal schauen, was sich ergibt. Naja, man muss hier nicht alles verraten, ja. Ist ja auf jeden Fall. Das ist erstmal so das Programm für morgen. Ja, morgen früh noch ein bisschen Fitness, ja. Ist ja eben hier und hier und naja, was so alt ist, ja. Man muss ja aktiv bleiben, genau, das ist das. Das sind auf jeden Fall die Kritiken für Wonder Woman und da bin ich echt gespannt. Also wie gesagt, ich habe noch keine Kritiken gelesen. Das ist eins, was ich so gelesen hatte, überschussmäßig. Und sonst kann ich nur sagen, ach ja, nochmal am Rande, wir haben ab der Videos, es kam ja die Mumie jetzt auch raus, ja. Und es ist ein Desaster für Universal, die wollten das Dark Universe starten mit denen, also dieses Extended Universe, dieses Shared Universum, wie Marvel es halt mit MCU und bei DC halt DCEU. Und die wollten das halt jetzt mit der Mumie, also der erste Startschuss geben und was war nicht so prickelnd. Also jetzt am besten ist der Titel bei Robots and Dragons, nee, bei Movie John steht, der Schuldige ist gefunden und hat Tom Cruise die Mumie gekillt. Genau. Zu viel Einfluss, zu großes Ego. Genau. Das ist das. Hier steht, Tom Cruise soll die Mumie in eine völlig andere Richtung gelenkt haben, als von Universal geplant. Deshalb wird er jetzt für das ganze Desaster verantwortlich gemacht. Ja, die Mumie ist nicht das. Ich habe, was ich schon gelesen habe, also würde ich mal sagen, ja, gefällt mir nicht, genau. Gefällt mir nicht, ist klar, ja. Hand schicke ich jetzt nicht rein, aber ja. Naja. Auf jeden Fall jetzt erstmal. Ja, ich trinke euch wieder einen vor. Was gibt's? Na, natürlich, wie immer. Was immer, was Leckeres, ja. Die Milch macht munter. Ja, ich liebe Milch. Genau. Das machen wir am Rande. Die Mumie ist irgendwie bei mir gegangen. Ist nicht so das. Das war Tom Cruise der Schuldige gegeben. Naja, war klar. Ich bin zwar kein Tom Cruise-Fan, aber das hat er nicht verdient. Das ist es einfach. Ja, weißt du? Ich würde mir sowieso das nicht denken. Naja, wir lassen es auf jeden Fall. Schade drum. Naja, aber Dark Universe mit diesem Universe, mit Dr. Jekyll, Mr. Hyde, die Mumie, der Unsichtbare und alles, was nicht alles dazu gehört. Das, was wird, oh, ich weiß nicht. Also, nee, ich habe da ganz schlechtes Gefühl. So, ja, und zu viel auch kopiert von Marvel, was ich da gelesen habe. Naja, mal schauen. Und noch eins. Nächste Woche startet endlich Transformers 5, The Last Night. Und ich habe lange überlegt. Ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja, nein, 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 nein. Ja, ich gebe den Transformers nochmal eine Chance und ich gehe auch zurück ins Kino nächste Woche.
wenn Transformers The Last Night kommt und schaue mir das den letzten Film mit Michael Bay als Regisseur an und dann werden wir weitersehen, ja. Wir lassen uns einfach rüber. Schon. Kritik gibt es dann hier, natürlich von Wonder Woman auch, ja. Ja, genau, gibt's. Meine persönliche Anekdote im Electro-Boy-Style. Und dann werdet ihr sehen, was so kommt. Naja. Ja, das ist eigentlich so. Jetzt schon wieder, ey, wie Wahnsinn, wie die Zeit rennt, wa? Naja. Auf jeden Fall wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Genießt die Zeit. Genießt den Moment, bevor es zur Erinnerung wird. Geht feiern. Genießt die Zeit mit der Familie. Und was ich immer sage, ja. Ihr wisst schon, was ich meine. Naja, auf jeden Fall. Alles klar. Ich wünsche euch was. Lasst euch gut gehen. Meine Technoiden, Nicht-Technoiden, Marvelianer, Nachtaktive, Schlaflose und was auch immer. Euer Elektroboy. Bis dann, ja? Macht's gut. Augen zu und durch und genießt euer Leben. Denn ihr habt nur das eine. Tschüss.